Nette. Sorry für den kleinen Cut an dieser Stelle, aber ich musste ganz kurz eine Uhr hier rechts neben mir aufrufen und... So eine hatte ich mal als Taxi. Ich komme da auch ohne Schlüssel rein. Ja, okay. Du hast gelernt, einen Falconer zu stehlen. So, ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal einfach zu diesem besagten Hotel. Okay, da müssen wir hier rechts hinfahren. Okay, wir merken gerade schon, der ist etwas schneller. Ich werde trotzdem mal den Tempomaten reinklatschen, damit wir nicht unnötig die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, bevor wir da hinten in das kleine Hotel gehen. So. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns in dieser Mission erwartet. Ich bin vor allem auch sehr froh, dass die Missionen jetzt inzwischen actionreicher sind. Also die letzte Mission war ja echt scheiße mit den ganzen Fails. Ich habe auch schon einen Versuch, genau, beziehungsweise in der Aufnahme, in der Secret-Aufnahme, die ich aber wieder gelöscht habe, weil halt das Spiel wieder abgeschmiert ist, habe ich auch schon, glaube ich, 3 Versuche wieder investiert. Aber das hat ja zum Glück gerade ganz gut funktioniert, auch wenn es eng war. So, und ich bin gespannt, was da jetzt im Hotel genau auf uns wartet. Ich hoffe mal nicht allzu viel Widerstand. Und ich hoffe vor allem auch... Ah, wir haben einen Colt 1911er. Ja, und ich hoffe mal, der wird uns gute Dienste leisten. Und ich hoffe dementsprechend auch, dass wir nicht zu viel Widerstand haben. Weil der Schaden, den wir erleiden, ist doch ziemlich gravierend und hoch. Ja. So. An sich macht Mafia ja doch schon Spaß. Aber teilweise, die Stellen sind ja sehr gewöhnungsbedürftig. Ist halt noch eine alte Spielphysik, mehr oder weniger. LS3D Engine heißt das gute Schmuckstück, auf dem Mafia läuft. So. Und ich denke, wir müssen noch eine Insel weiter. Und ich hoffe mal, dass hier auch irgendwo die Brücke ist. Ist die da? Nee. Ist hier noch ein weiter? Meine ich zumindest. Meine ich so in Erinnerung Penner. Zu haben. Genau, Penner. Raste ruhig aus. So, du, über rote Ampeln dürfen wir hier auch nicht fahren. So, ich fahre jetzt einfach mal da hinten hin. Und hoffe auf Hinweise für die Brücke. Ja, das mit der Karte ist auch sehr... Ah, da ist, glaube ich, die Brücke. Genau. Das mit der Karte ist auch sehr blöd. Man muss sich hier tatsächlich auf seine ganze Orientierungskunst verlassen. Und ich habe so gut wie gar keine Orientierung. Haha. So. Ich hoffe mal, wir werden das Hotel ordentlich kaputt machen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Tommy das wirklich macht, weil er hat ja vorhin schon so seine Gedanken, konnten wir ja vorhin mitbekommen, was er so von der ganzen Sache hält. Und besonders mit der Frau, wo er da gerade so geschockt war. Aber wir genießen ja den Respekt von der Familie. Und ich denke mal... Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. So. Fachgerecht abgestellt, den Wagen. Und ja, wir gehen einfach durch die Vordertür. Die Hure. Töte den Manager, durchsuche das Hotel und töte die Hure, von der Frank gesprochen hat. Stille die Dokumente und lege den Sprengsatz im Büro des Direktors. So. Guten Tag. Wo finde ich bitte den Geschäftsführer? Er ist im Speisesaal beim Mittagessen. Gehen Sie einfach durch diese Tür. Sie erkennen ihn an seinem weißen Anzug. Vielen Dank. Okay. Weißer Anzug. Da ist er. Der gute Kerl. Also soll ich jetzt einfach die Waffe ziehen und den umknallen? Zeig mal, was ich hab Kinder. Hatte ich eigentlich... Ich hab eine Familie. Warum? So. Du fragst also, warum? Tja, mit der Mafia spielt man nicht.
würde ich mal so sagen. Nein, bitte, verschone mich. Ja, euch verschone ich, keine Sorge. So. Sehr schön haben wir die da umgenietet. 1911er Colt. So, vollgeladen. Und, oh, der hat wohl... Oh. 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 Der hat eine Pump. Mit der wollte ich mich nicht anlegen. So. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Abgesägte Schrotflinte. Ja, die werde ich doch benutzen. Ich werde mal hochgehen. Und einfach mal schauen, was mich hier erwartet. Wo ist denn das Büro vom... Uiuiuiui. Ui. Wer schießt denn da auf uns? Ach so, du. Hui. Pam, den haben wir. So, wir lassen die Waffe mal einfach da Waffe bleiben. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich hoffe mal einfach, das Büroräumchen... Ja. Der Büroraum von dem guten Hotelbesitzer ist auch ganz oben. Director. Ja. Wieso können wir da noch nicht rein? Müssen wir erst die Hure finden. Pam. Ja, den haben wir. So, also in den Director-Raum können wir noch nicht. Stiehle die Dokumente und lege den Sprengsatz. Okay. Töte die Hure. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wo die gute Dame sein soll. Ich verschone dich doch, keine Sorge. Ah, Mist. Wieder ein Magazin verschwendet. Ich werde jetzt einfach mal hier die Räume nach und nach durchsuchen. Warum können wir in den Raum rein und wieso ist hier keiner? So. Da können wir nicht rein. Da können wir rein. Ich denke, das ist der Raum. So. Mal sehen, ob er es wirklich tut. Was, Tom? Aber was, Michelle? Was machst du? Was ist denn los? Was hast du vor? Was willst du von mir? Tut mir leid, Michelle. Aber ich habe gehört, dass dein Gerede ein paar Leuten das Leben gekostet hat. Und jemand eine Menge Kohle verloren hat. Du bist eine Gefahr für uns. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Tom, warte. Ich wusste nicht, dass jemand verletzt wurde. Ich wollte meinem Bruder helfen. Ich wusste, das konnte nur mir passieren. Ein totales Desaster. Ich konnte einfach kein junges Mädchen töten. Ein junges, naives Ding, das nur seinem Bruder helfen wollte, der wahrscheinlich ein mieser Bastard war. Andererseits war es das wert, sich umlegen zu lassen? Zieh dich an und verschwinde. Danke. In ein paar Minuten fliegt der Laden hier in die Luft. Lass dich nie wieder in dieser Stadt blicken. Hier darf dich niemand mehr sehen. Oh, vielen, vielen Dank. In dieser Stadt bist du tot. Hau ab und lass deinen Arsch nie wieder hier sehen. Kapiert? Ich verspreche dir, du wirst nie mehr etwas von mir hören. Ich hoffe, sie verarscht uns nicht. So, dann laufen wir mal in Ruhe zum Büro des Managers. Wieso kommen wir da nicht rein? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Wieso kommen wir da nicht rein? Ja, ich würde jetzt schon gerne wissen, wieso wir da nicht reinkommen. Lass mich bitte in Ruhe.
Ah, Mist, schon wieder Magazin verschwendet. Ich laufe einfach mal runter und hoffe, dass hier... Ach, vielleicht müssen wir dem Dokumente abnehmen. Was ist das hier? Wieso ist hier eine Fußmatte? Okay, das hat anscheinend nichts zu bedeuten. Ich hoffe mal, wir treffen hier jetzt auf keinen... Ich habe eine Familie. Keinen Protagonisten, der uns irgendwie... Schaden zufügen. Genau das meinte ich. Okay. Den haben wir. Ja, geh ruhig. Ich tue euch doch nichts. Ihr seid doch alles Zivilisten.